moralisch den Flüchtlingen gegenüber. Wir stehen für ein Asylrecht für alle ein. Wir fordern ein Bleiberecht für alle und den Stopp aller Abschiebungen. Oft wird uns Politikverdrossenheit vorgeworfen, doch nun gehen wir friedlich gemeinsam auf die Straße. Um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren, boykottieren wir für einen Tag lang den normalen Unterricht. Damit wollen wir ein Signal setzen und die Gruppe Lampedusa in Hamburg für die andere Gruppierung unterstützen und ihnen unsere Zustimmung entgegenbringen. Der Senat sollte wissen, wenn wir es weiter für nötig halten müssen, dann kommen wir wieder und werden wieder demonstrieren. In der Schule schreit es mit
können die jetzt noch öfter besuchen und hassen, das ist sehr schön. Aber wir können auch sagen, wir haben hier heute für uns einen Erfolg erzielt. Wir glauben nicht, dass es reicht, einmal zu streiken, um die SPD von ihrem Fall abzubringen. Aber vielleicht sind sie ja lernfähiger, als wir denken. Aber wir sind sicher, wir kommen wieder. Wir haben Zeit, wir sind viele, wir können mehr werden, wir können nur weniger werden und mehr Hass ernten. Nein, wie gesagt, wir müssen uns einmischen und für unsere gemeinsamen Interessen kämpfen, egal wo jeder Einzelne von uns geboren wurde. Wir wollen die Bewegung aufbauen und stärken, so gut wir können. Die Unterstützung der Gewerkschaften GMG und Verdi für Lampedusa in Hamburg und unser Bündnis ist ein wichtiger Schritt hin zu einer breiteren Mobilisierung. Aber der Kampf für eine menschenwürdige Politik geht auch noch heute weiter. Unser Bündnis trifft sich am Sonntag ein weiteres Mal, um Strategien zu diskutieren. Kommt alle, um gemeinsam organisiert den Kampf fortzuführen und vernetzt zu bleiben.